Herren, herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ich bin Mr. Smile. Wir haben eigentlich das im Gästehaus das Rätsel gelöst mit den Notenblättern. Dadurch hat sich ein Geheimgang in den Kamin geöffnet. Wir sind runtergegangen und naja, es war keine Überraschung. Es waren wohl Leichen oder Geister. Nun, wie denn auch sei. Jetzt ist natürlich, wir haben jetzt auch uns leider von Flying Hawk verabschiedet, der uns aber in irgendeiner Art und Weise noch helfen wird. Und wir werden jetzt die Villa betreten. Und zwar diese hier. Dann gehen wir doch mal rein. Klingt schon unheimlich. Kapitel 2. Warhams Wars. Ganz schön groß, aber hübsch. Also dafür, dass es schon so ein bisschen gekommen ist. Und wieso brennen die Lichter hier eigentlich? Ah, eine Notiz. Einmal lesen. Warham Willows, 5 von 13. Ich habe mich heute Morgen mit dem Kantako-Schaman getroffen. Ein Mann namens Flying Half. Wir haben uns getroffen, um die Tauschhandel des Landes zu diskutieren. Aber unser Gespräch hat sich gewendet. Er sagte mir, dass dieses Gebiet voll von spiritueller Macht sei, dass der Schleier zwischen diesen und den nächsten Leben dünner als anderswo sei. Wir haben über Martha gesprochen, dass er mir helfen könnte, sie wiederzusehen. Ich habe ihm geglaubt und er bot mir seine Friedenspfeife an. Ich war nicht sicher, aber der Mann hat mir gesagt, dass es mir helfen würde, mich zu befreien. Ich probierte von dem seltsamen Rauch, den er mir gab. Und der Mann sagte mir, ich müsse loslassen, wenn ich sie wiedersehen wollte, dass mein Geist rein sein müsse. Wir meditierten für einige Zeit. Meine Gedanken rasten währenddessen. Ein Anfall von Paranoia packte mich und ich erkannte, dass der Medizinmann vorhatte. Er würde mir meine Hoffnung auf die Zukunft nehmen, mich ein Leben in den Wildnis leben lassen. Ich wusste, dass er versuchte, meine Gedanken zu vergiften, und ich hätte gewettet, dass der Rausch auch eine schädliche Absicht hatte. Ich weigere mich, solch eine Unverschämtheit zu dulden. Ich stand auf und forderte diesen Nekromanten zum Kampf heraus, aber er rührte sich nicht. Ich legte meine Hände um seinen Hals, aber noch immer rührte er sich nicht. Ich drückte, bis das Leben seinen Körper verließ und er zusammensackte. Ich ließ los und löste meine Finger von seiner Haut. Als er umkippte, ich verließ das Tipi und gab meinen Männern den Befehl, die Erde von diesen scheußlichen Wilden zu reinigen, wie Gott es mir befehlen würde. Dorby tötete sogar zum ersten Mal. Ich wäre stolz auf ihn, aber er zitterte den ganzen Rest der Schlacht. Es war nur ein kleines Mädchen. Das sind schließlich nur Wilde. Es ist genau das eingetroffen, was man sich vorstellen kann. Der weiße Mann war unzufrieden. Er hat das als Betrug hingesehen, naja. Ich glaube, ihm fehlte die Weitsicht. Das ist unglaublich. Viele hatten nur... das war jetzt aber... Vor allem doch ein Herr, ein schlechter Geschmack. Uiuiui. Okay, hier ist sogar ein Fenster. Und wir können einmal unseren Geist lösen. Gucken wir mal durch. Was? Nein, jemand hier? Ah, da ist doch jemand. Oh. Curse O'Halloran. Mein armer Derby. Sein Mörder wurde nie gefunden. Trotz der Bemühungen. Ich habe über seinen Tod nachgeforscht, aber etwas hat mich aufgehalten. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, was er war. Was es war. Bitte hilf mir, Elena. Ich kann nicht ruhen, wie sein Mörder gefunden wird. Wieso wissen die eigentlich alle, wie wir heißen? Achso, ich dachte gerade, die Augen hätten sich bewegt. Ist noch jemand? Derby O'Halloran.
Oh, es ist nur ein kleines Mädel. Wurm ist mein bester Kumpel. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Er will deinesgleichen nicht sehen. Meine Frau ist eher gewillt, ihre Zeit mit kleinen Mädchen zu verschwenden. Okay. Sonst ist da aber nichts. Okay, dann gehen wir mal so schnell zurück. Und schon sind wir wieder da. So. Gucken wir da erstmal. Die Tür ist verschlossen. Gut, das hat sich dann erledigt. Oh. Wieder was freigeschaltet. Derby Moran. Ich habe einen großen Mann namens Derby in der Villa getroffen. Er hat einen seltsamen Akzent, der wie irisch klingt, aber ich bin nicht sicher. Er wollte nicht lange mit mir reden, aber er hat jemanden namens Warham erwähnt. Ich glaube, Warham war der Mann, dem diese Villa gehörte. Wir haben von ihm in der Schule gehört. Er hat geholfen, unsere Stadt zu errichten. Ich weiß nicht, warum dieser Derby-Typ ihn erwähnt hat, aber er wollte mir nicht viel sagen. Er hat mich sogar angeschrien. Daher habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, warum er so gemein zu einem kleinen Mädchen ist. Naja, wenn wir zur Hälfte Indianer sind. Das könnte doch sein. Grammophon. Das gehört in einem Museum. Okay, hier ist schon mal nichts, was wir brauchen. Wir müssen da wohl hier durch, aber der lasst uns ja nicht. Auch verschlossen. Ist ja toll. Ja, die Tür ist dann offen. Okay. Finden wir hier auch. Nee, da war ja sie, ne? Okay, das war. Ah? Nein, das wollte ich nicht. Okay, da wollte ich durch. Dort ist ein Loch und wir können nicht drüber springen. Ah, eine Notiz hinzugefügt. John Alcorn, 3 von 9. Ich bin einer der wenigen Verbleibenden meiner Blut, die von einer Linie mächtiger Schamanen abstammen. Ich mag zwar nicht die Kräfte haben, wie sie einst hatten, aber meine Verbundenheit zur Natur ist genauso stark. Es hat etwas gedauert, bis ich es bemerkt habe, aber hier ist ein unterschwellige Energie im Spiel, die durch die Luft schwingt. Der Schleier zwischen den Ebenen des Lebens und des Todes ist dünn hier. Geister scheinen sich zwischen den Schleier zu bewegen wie bei einer Osmos. Es ist ein fast unbeschreibliche, wie ihre Gegenwart hier spüren kann. Ich will wissen, was das alles bedeutet. Mhm. Ah, da ist ein Loch. Ja, das stimmt, das bringt ja immer noch nichts. Ist da nicht irgendwas anderes? Kommt vielleicht hier irgendwie. Ah, eine Kommode. Ah, nein, hey. Ich wollte da rein. Ja, genau. Perfekt, und der passt genau rein. Ich mag das. Okay, hier können wir keine Gardinen. Ja gut, da können wir nicht mehr rüber. Können hier aber hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich sag was. Bewege die Kommode. Okay, so. Jetzt können wir da reinfliegen. Finde ich nicht. Ah, ein Schlüssel.
nein. Gut, wir haben einen Schlüssel. Aber ich wollte nochmal kurz durchgucken. Da ist ja noch was anderes. Guck mal, welcher Schlüssel. Okay, da ist schon mal nichts. Okay, wofür ist der Schlüssel? Ich denke mal, der ist für die andere Seite. Gucken wir doch mal nach. Ja. Schneller. Essen, genießen. Lauf. Über die Kommode. Ja, wir wissen, dass du da bist. So. Nein, wir wollten die Treppen hoch. Ich denke mal, wir können doch jetzt. Ja. Haha. Und eine Notiz. Derby O'Halloran, 1 von 6. Heute ist ein aufregender Tag, so viel ist sicher. Ich reise mit meinem besten Freund Wilhelm Willem in den großen, unbesiedelten Westen. Wir suchen dort unser Glück und haben Wahn. Und ich habe wage zu sagen, dass wir auch viele Gefahren entgegensehen werden. Ich habe Geschichten von Bestien und Wilden gehört, die uns erwarten. Warm. Halt, wo bin ich jetzt? Aber Warm ist bloß ein sanftmütiger Mann und ihm fehlt meine Größe, daher sehe ich es als meine Pflicht, ihn auf unseren Reisen zu beschützen. Ohne ihn weiß ich nicht, was aus meiner Familie geworden wäre. Die Willows haben uns Arbeit gegeben, als es kein anderer tat. Ich fühle mich verpflichtet, ihnen Sicherheit zu wahren, egal was passiert. Ich werde seine Bürden tragen, so gut ich kann. Deswegen ist er sein bester Kumpel, weil er ihnen geholfen hat. Interessant, deswegen steht er da. Er sieht das immer noch als seine Pflicht an. Okay, da ist eine Treppe. Es fehlt noch so eine Genießertaste. Okay, gehen wir mal rein. Aber der hat viel gejagt, ne? Füchse, Rehe, Bären. Du meine Güte. Aha, eine Notiz. John Algoron. 4 von 9. Ich habe es genossen, in den Rätsel dieses Ortes einzutauchen. Es gibt so viel zu lernen. Ich meine damit nicht all die Bücher und Teile der Geschichte, die hier nur Staub ansammeln. Nein, ich spreche von etwas ganz anderem. Als ich ein kleiner Junge war, brachte mein Großvater mir bei, mit der Natur zu kommunizieren. Dass es die spirituelle Macht sei, von der ich hoffen konnte, sie zu beherrschen. Damals wusste ich nicht, was er meinte. Aber indem ich meine Zeit hier verbracht habe, hat es mir die Augen geöffnet. Ich erkenne Wahrheit in den weisen Worten des alten Mannes. Ich kann in diesen Schriften stehen, dass ich Dinge gesehen habe, die kein anderes Leben da je gesehen hat. Ich habe mich hinter dem Mühsal der irdischen gewagt und andere Seiten gefunden. Ich bin zurückgekommen, aber nicht ganz unversehrt. Ich spüre mal auf meiner Seele, aber was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Okay, da gucke ich nochmal schnell nach. Ah, ist doch jemand. Who are you? Ich bin einer von Warhams vielen Gästen. Nett, dich kennenzulernen. Oh. So bist du auf dem Dach. Ah, eine Schriftrolle. Fleur Leroux, 3 von 5. Meine Hände zittern. Alles, was ich tun kann, ist die Schrift festzuhalten, während ich schreibe. Ich habe sogar ein paar Mal das Tintenfass verfehlt. Ich bin gerade von dem schönsten Abend meines Lebens nach Hause gekommen. Ich glaube, ich muss tief durchatmen,
Warren Willows, der Bürgermeister, der reichste, einflussreichste Mann innerhalb hunderten von Kilometern, hat mich auf einen Ausgehabend ausgeführt. Und was für ein Abend das war, ungeachtet der Geheimnistuerei. Ich wurde noch nie so königlich behandelt. Ich konnte es zu keiner Sekunde glauben. Es war unglaublich. Wir hatten ein wahrhaftes Festmahl. Jeder Zentimeter des Tisches war voll mit Geschirr. Danach hat er mich zu einem Theaterstück eingeladen. Ich war noch nie bei einem Theaterstück. Mein Kopf dreht sich noch von den ganzen Weinen und den Aufregungen. Er ist wahrlich ein romantischer Gentleman, dieser Warren Willows. Ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder, aber fürs Erste muss ich mich ausruhen. Ich kann spüren, wie mein Herz in der Brust rast. Na, sehr schön. Hat jemand hier oben geschlafen? Ja, die Bedienstete sind wohl da hinten. Ich muss auch in den Garten laufen. Na, geht schon durch. Genau, hier kann ich nicht dran. Ja. Aha. Verschlossen. Das heißt, wir müssen dann hier durchfliegen. Aber nicht heute. Das machen wir später. Ich sage dann an dieser Stelle erstmal wieder auf Wiedersehen. Tschüss.